Ein herzerfrischendes Gucku an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin René für Gaming Secrets und es geht weiter mit Let's Play Risen 2 Dark Waters. Wir haben jetzt hier in der letzten Folge ein bisschen diesen Strandabschnitt genauer unter die Lupe genommen. Und wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg zurück nach Puerto Isabella und wollen jetzt hier erstmal gucken, ob wir hier überhaupt in die Stadt reinkommen. Und dann natürlich noch ein paar Quests erledigen. Ich meine, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Ruhmpunkte gesammelt. Vorhin hatten wir 800 Ruhmpunkte, jetzt haben wir fast wieder 2500. Und könnten jetzt Voodoo steigern oder Feuerwaffen. Naja, ich weiß noch nicht, was ich steigern werde. Vielleicht spare ich auch die Ruhmpunkte, mal sehen. Obwohl Feuerwaffen wäre eigentlich nie verkehrt, ne? Ich meine, wir benutzen sie dann doch hin und wieder mal. Warum denn nicht? Gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Halt! Das ist Puerto Isabella, Stadt der Inquisition, unter dem Befehl von Kommandant Sebastiano. Ich schätze, dann bin ich hier genau richtig. Ein Moment, Pirat. Was willst du in der Stadt? Ich suche Hilfe für den Kampf gegen Captain Crow. Was denn? Ein Mann alleine will sich gegen Captain Crow stellen? Und deshalb suche ich ja Hilfe. Das sagst du. Aber vielleicht hat Captain Crow dich geschickt, um die Stadt auszuspionieren. Oder du machst gemeinsame Sache mit den Wilden. Und nachher bin ich es, der den Ärger kriegt, weil ich dich in die Stadt gelassen habe. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich dich reinlasse. Das und weil du mir 100 Goldstücke zahlen wirst. Warum soll ich dich bezahlen? Weil du ein Pirat bist. Das alleine reicht schon, um dich nicht reinzulassen. Ach so. Das Gold als eine Bestätigung deiner guten Absichten. Ja, Silberzunge 35, so gut sind wir nicht. Hier ist dein Gold. Na schön, du kannst rein. Am besten du meldest dich gleich bei Kommandant Sebastian. Aber ich warne dich. Lass deine Waffen stecken und deine Finger bei dir. Sonst noch was? Willkommen in Puerto Isabella. Ja, vielen Dank. Endlich können wir hier mal rein. Dein Kollege hat mich ja nicht reingelassen. Ninja. So. Kaum drin in der Stadt, erstmal hier die erste Kiste geplündert. Nee, Moment, so. So, so. Alles klar. Was ich hier auch gut finde, dass man hier nur einen Dietrich braucht, um die ganzen Truhen aufmachen zu können. Und selbst wenn man es falsch macht, dass dann der Dietrich nicht abbricht, wie in Gothic 1 und 2. Finde ich sehr gut. Haben sie fein gemacht. Gut, hier haben wir nichts Besonderes. Hier beim Turm vielleicht. Kanonen. Okay, hier ist keine, aber ich denke, hier würde sie weniger Sinn machen als hier. Weil hier so aufs Meer raus bräuchte man dann eigentlich schon ein paar Kanonen, ne? Wenn jetzt hier so ein Schiff kommt und so. Aber gut, ist ja nicht meine Sache. Was weißt du über Captain Crow? Palava, du willst sprechen? Ich sage dir, ich bin hungrig. Bring mir Fleisch, dann sprechen wir. Ich schau mal, was ich finden kann. Mein Platz ist jetzt hier. Ich hab doch Fleisch, warum geht das nicht? Also sogar rohes Fleisch. Moment mal. Logbuch. Die Schwertküste. Der Schatz von Jim. Ach hier. Okay, der ist hier beim Wasserfall. War ich hier nicht schon mal? Hier müsste ich doch schon mal gewesen sein, oder nicht? Ach, ich weiß auch nicht. Hey, du siehst aus, als hättest du Durst. Ja, aber ich komme gleich zu dir. Hier? Das frage ich mich auch. Ich soll den großen Tempel auskundschaften. Aber das Ding ist besser bewacht als der Hohe Rat in Caldera. Keine Chance, wirklich nah ranzukommen.
Was hast du schon herausgefunden? Nichts, was wir nicht schon wissen. Aber ich bin ja auch gerade erst hier. Ich werde erst mal beobachten. Vielleicht ergibt sich ja eine Chance, näher ranzukommen. Brauchst du Hilfe? Nein, im Moment nicht. Aber du kannst dich ja mal mit dem Kommandanten unterhalten. Sebastiano hat schon schlaflose Nächte wegen Crow. Ich hab mich schon gefragt, wer du bist. Hier sieht man selten neue Gesichter. Ich bin neu hier. Ja, natürlich. Sonst würde ich dich erkennen. Ich bin Sophia. Warum bist du hierher gekommen? Mir blieb keine Wahl. Das Alte Reich liegt in Trümmern. Über kurz oder lang müssen alle Caldera verlassen. Also sind Miguel und ich zusammen mit dem ersten Schiff hergesegelt. Hast du was Anständiges zu trinken? Deshalb bin ich hier. Bei mir muss niemand durstig bleiben. Wenn du einen Grog brauchst, bist du bei mir richtig. Was hast du noch zu bieten außer Grog? Sieh es dir in Ruhe an. Wir können tauschen, wenn du willst. Hier draußen kann ich alles gebrauchen. Und für besondere Schätze zahle ich dir gutes Gold. Klingt ja schon mal ganz gut. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Tricks, die dich hier draußen länger überleben lassen. Nice. Welche besonderen Schätze gibt es hier? Die alten Tempel sind voller Gold und Jade. Statuen, Idole, Masken. Wer mutig genug ist, danach zu suchen, der kann sehr reich werden. Oder dabei draufgehen. Wenn du Interesse daran hast, ein paar Goldstücke zu verdienen, dann hätte ich was für dich. Ist auch nicht gefährlich. Willst du mir ein Geschäft anbieten? Jeder hier ist scharf auf ein gutes Geschäft. Und der Rotwein hat sich als begehrtes Tauschmittel erwiesen. Das Lagerhaus wurde anfangs nicht gut bewacht. Und der Wein war schnell weg. Was hat das mit mir zu tun? Fast jeder hat noch irgendwo eine Flasche gebunkert. Wenn du was findest. Ich bezahle gut dafür. Was sagst du? Na, alles klar. Wie viele Flaschen brauchst du? 5 sollten genügen. Aber ich nehme dir alles ab, was du findest. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Gut, ich bin die ganze Zeit hier. Und wenn du mal jemanden suchst, findest du ihn wahrscheinlich bei mir. Gut. Der rote Wein. Sehen wir schon hier, bringen wir was bei. Was kannst du mit dem Wein bringen? Was willst du denn lernen? Sehen wir, wie ich die Wirkung von Schmerztöter verlängern kann? Kennst du ein paar Tricks, um Leute einzuschüchtern? Beschussverletzung besser wegstecken. Moment, ich will jetzt erstmal gucken, wie viel Gold ich denn habe. 2500, ja, es ist jetzt nicht viel. Na, ich denke, wir können ein bisschen was investieren. Bring mir was bei. Was willst du denn? Also zumindest hier, also Leute einschüchtern müssen wir ja nicht unbedingt, aber Schussverletzungen besser wegstecken. Ich will Schussverletzungen besser wegstecken. Sei doch mal ehrlich. Die meisten Schussverletzungen sind Streifschüsse und Fleischwunden. Nichts, was irgendwelche Bedeutung hätte. Ich verstehe euch Männer nicht. Am Tresen habt ihr die große Klappe, aber kaum fangt ihr euch eine Kugel, ist das Geschrei groß. Also reißt dich in Zukunft ein bisschen mehr zusammen. Alles klar. Kugelsicher 1. Sehr schön. Ach, gefällt mir hier aber ganz gut, muss ich bis jetzt sagen. Ist nicht so hässlich, wie ich gedacht habe. Hier geht's auch noch zum Strand. Aber so wahrscheinlich nicht, wie ich das jetzt hier gedacht habe. Ich denke, wir können jetzt hier auch nicht einfach die Kiste plündern. Oder? Okay, anscheinend doch. So, kommen wir hier hoch? Hey, was glaubst du, wo du hingehst? Na, aufs Schiff? Niemand kommt an Bord. Ausdrücklicher Befehl des Kommandanten. Ich bin dann mal wieder weg. Ja, verschwinde. Alles klar. Ich glaube, wir müssen hier nicht unbedingt hoch, oder? Aber vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht. Ah, hier scheint was zu stehen nach unserer Begierde. Einmal Rotwein. Ja, den suchen wir wirklich sehr dringend. Bevor wir jetzt hier hochgehen, möchte ich hier nochmal kurz ums Eck luren. Weil ich meine, hier noch was gesehen zu haben. So, nochmal kurz speichern. Finde ich schon faszinierend. Man kann hier überall die Kisten aufmachen. Moment. So. Und nicht so. Auch nicht. Ach so. Alles klar. So. War zwar nicht viel drin, aber...
Naja. Finde ich geil, wie man den hier einfach mal den Rotwein klauen kann. Jetzt haben wir schon zwei Flaschen. Oh, Spielstand wurde erstellt. Ist das in Ordnung? Dass die Flaschen hier einfach so rumstehen. Ich dachte, die wären in irgendwelchen Truhen oder so. Aber anscheinend doch nicht. Ein weiterer Strandabschnitt. Da könnten vielleicht die restlichen Treibgutkisten sein. Ich meine hier auch schon eine zu sehen, oder? Frachtgut. Frachtgut, nicht Treibgut. Eine Mupfel. Die ist auch immer gut. Hier ist auch noch eine. Kann ich die aufheben? Hallo. Ich kann hier die Muschel nicht aufheben. Das ist jetzt doof. Ich wollte die Muschel haben, aber das Spiel sagt nö. Voll egoistisch. So, Muschel, Jaggernuss und eine Kiste. Ja, super. Wieder mal eine Kiste, die man nicht aufkriegt. So, hier liegt noch eine, aber wir bräuchten noch zwei. Also irgendwo müssen wir eine übersehen haben, glaube ich. Aber irgendwo fehlt noch eine Kiste. Das ist jetzt natürlich doof. Ich habe damit gerechnet, dass hier alle Kisten wären, die wir suchen. Beziehungsweise die noch abgehen. Aber irgendwie eine müssen wir irgendwo übersehen haben. Komisch, komisch, komisch. Ja, bleibt uns jetzt auch nicht mehr so viel übrig, ne? Ich meine, hier der Strandabschnitt ist gesäubert. Geplündert müsste er eigentlich auch sein. Dann gucken wir einfach mal, was hier noch alles so geht. Benito. Schaust du dir die Geschütze an? Ganz schön beeindruckend, was? Die Rohre sind extra für diese Expedition gegossen worden. Die haben eine größere Reichweite als die meisten Deckgeschütze. Nett. Nett? Was du hier siehst, mein Freund, ist das Beste, was die Rüstungsschmieden Calderas je verlassen hat. Bist du der Kanonier? Ist das so offensichtlich? Ja. Du bist offen heraus. Das gefällt mir. Ich weiß, manchmal geht meine Begeisterung mit mir durch. Aber Kanonen sind nun mal mein Leben. Siehst aus wie ein Seemann. Du bist doch kein Pirat, oder? Doch, ich diene unter Kapitän Stahlbart. Der Stahlbart? Meine Güte, dann hast du doch sicherlich schon viele Kämpfe auf See mitgemacht, oder? Ich glaube, Seegefechte sind die Krönung der modernen Kriegsführung mit Kanonen. Warum sind die Kanonen zur Seeseite ausgerichtet? Die Molukken halten wir mit unseren Musketen in Schach. Aber was, wenn ein Schiff kommt? Crow hat es bereits versucht. Wir haben ihn mit der Black Betty verfolgt und ihn auf den Grund des Meeres geschossen. Sind das alle Kanonen? Nein, wir haben noch ein paar Kanonen auf den Türmen. Damit können wir den Feind ins Kreuzfeuer nehmen. Hast du denn schon mal auf einem Schiff gedient? Natürlich. Es ist das Größte. Dieser beengte Raum, diese Schräglage und das Schlingern und Stampfen des Schiffes. Nur ein wahrer Meisterkanonier kann in so einer Situation einen sicheren Schuss setzen. Fass hier bloß nichts an. Achso, die ganze Zeit vorher nett unterhalten. Aber dann hier nicht mal, ne? Und so. Weiß Bescheid. Sag mal, schläfst du denn nie?
Geh bitte! Verschwinde! Ich wollte ja hier eigentlich nur mit ihm reden, aber okay. Ach, jetzt geht er sogar hoch. Das ist sehr praktisch. Einfach wieder alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Zum Beispiel hier diese Flasche Rotwein. Ah, es fehlt nur noch eine. Die müssten wir auch irgendwo noch auftreiben können. War ja gelacht, wenn die nicht im Lagerhaus wäre. Okay, die kriegen wir nicht auf. Ja, ist doch klar, Junge. Jetzt kommt der wieder runter. Was ist... Entferne dich. Sag mal, schläft der denn nie? Kann ja nicht angehen, dass der nicht schläft. Gut, jetzt sitzt er zur Patrouille an. Oh, schade, jetzt hat er uns auch gesehen. Was soll das hier eigentlich sein? So ein Lastkran oder irgendwie so, ne? Lol, Schweine? Aber sind die normal nicht aggressiv? Tito. Hast du hier eine Flasche Rotwein zufällig? Gut, das Buch können wir nicht lesen. Die Truhe können wir nicht aufmachen. Gezähmtes Warzenschwein. Ach so, deswegen. Na gut, dann werde ich euch mal verschonen. Arbeiter, okay. Naja. So, weiter geht's mit unserer nächtlichen Diebestour. Ah, hier haben wir einen Büchsenmacher. Das müssen ja eigentlich schon 5 Flaschen gewesen sein, oder? Kann ich das denn nachgucken? Rotwein, ja, 5. Moment mal, sie wollte doch 5, oder nicht? Jawohl, die können wir auch aufmachen. Das ist sehr schön, das gefällt mir. So soll es weitergehen. Ein Radschloss. Wichtiges Bauteil zur Herstellung von Musketen und Pistolen. Rotwein, okay. Ja, gucken wir erstmal, wie viel Rotwein wir kriegen und dann geben wir ihn ab, würde ich sagen. Wie viele Folgen habe ich denn jetzt eigentlich schon am Stück aufgenommen? Ich glaube 3, ne? Also fehlen noch 2. Gut. Ja, gucken wir einfach mal, ob wir hier das noch so hinkriegen. Wie ich das will. Gut, dazu sind wir zu schlecht. Auch nur minimal, aber es reicht schon. Gut, hier sind wir jetzt beim Big Boss angelangt. Du wolltest uns vorher nicht reinlassen, ne? Habe ich mir alles gemerkt. Können wir hier das Bier einfach mitnehmen? Ich denke nicht, ne? Hawkins. Hey, was sehe ich denn da? Ein Pirat? Wenn du auch rein willst. Hier ist doch genug Platz. Da ist Rotwein, oder? Anscheinend hast du kein Problem mit der Inquisition. Warum lassen sie dich frei herumlaufen? Ich gehöre nicht zu Crows Mannschaft. Das erleichtert die Sache. Und zu wem gehörst du? Ich bin mit Captain Stahlbart hier.
Stahlbart ist hier. Das ist... gar nicht mal schlecht. Warum bist du hier gelandet? Also, wir haben in der kleinen Bucht nicht weit von hier geankert. Der Captain hat gleich den Befehl gegeben, an Land zu gehen und ist mit einer Truppe schnurstracks in den Dschungel marschiert. Gut, ich mache jetzt aber an der Stelle den Schnitt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.